Mein liebes Kind, die Verbindung zwischen einem schönen Mann und einer hübschen Frau ist nicht unbedingt eine gute Heirat. In einer erfolgreichen Ehe unterwirft sich die Frau in jeder Hinsicht einem ehrenwerten Mann, der ihr Gemahl geworden ist. Alles andere kann ich nur als romantische Kinderei ansehen, vor allem wenn man daran denkt, dass es darum geht, die Farben der zwei mächtigsten Monarchien der Welt zu vereinigen. Wir haben jedoch am Hof meiner Mutter einen Brauch, den ich hoch über alle lächerlichen Feinheiten ihrer Etikette stelle. Nämlich jedem ins Gesicht zu sagen, was man über ihn denkt. Und ich erkläre Ihnen hiermit, Sie langweilen mich einfach, Madame. Oh. Das Volk liebt mich. Wenn ich mich jetzt seinem Willen widersetze... Den Willen dieses Pöbels. Das Volk liebt nur den, den es respektiert. Und nur wen es fürchtet, den achtet es. Der Pöbel hat 30.000 Gewehre aus dem Invalidenhaus geraubt, Madame. Sie sind zur Bastille gelaufen und haben sie gestürmt. Delaunay, der Gouverneur und der Vogt sind niedergemetzelt worden. Sie haben zwei Invalidenwärter gehängt und einem die Hand abgehackt. Sie bringen der Nation alles Unglück. Ihr täuscht euch in mir. Ihr habt mich einmal hoch verehrt. Ich habe euch geliebt.